Leute, es ist spät. Es ist spät. Das Gehirn vom Dodo, das macht manchmal Aussetzer. Hat. Hat ein Rollback. Robert Bergmann, guter Läufer. Was war der andere? Also, das war dann. Die beiden, die jetzt gerade drin sind, Paul, die würde ich mal. Ja, fang du den anderen ein? Ich hab hier schon den anderen. Okay, ja, wo ist er denn da hinten? Rayim? Ist das richtig? Rayim, guck mal hier, was wir haben. Wir würden sie ja gerne bauen. Ich bin eigentlich auf einem guten Weg dafür hin. So, das ist die Armbrust. Da. Pistole. Legendär. Und ich zeig mal, was die so kostet. nicht mal falschen? Ja. Beim. Da. Ist das die legendäre? Nein, das ist die legendäre. Legendäre kostet 100 hochwertiges Palöl und 337 Metallbarren. Ja. Das ist fast das Palöl zu farmen noch schlimmer. Ja, also bei Metallbarren bin ich jetzt bei der Hälfte. Ich habe jetzt gerade richtig fett wieder was geholt und schmelze gerade wie ein Weltmeister. Will ich sehen wie ein Weltmeister. Das Problem ist, bis wir diese legendäre Pistole bauen können von den Materialien, also wir, man muss ja überlegen, wir spielen ja zu fünft, zu sechst, ich weiß nicht, wie viel wir gerade sind. Alle wollen ja Materialien, das heißt, immer wird irgendwas verbraucht. Wenn man alleine spielt, ist das was ganz anderes. Ja. Bis wir das machen können, will keiner mehr eine Pistole haben, dann will ich eine Gatling bitte, ja? Raketenwerfer. Nee, Gatling. Gibt es? Ja, ich weiß. Panzer. Was war noch mal eine Gatling auf Deutsch? Minigun. Achso, ne. Also ich möchte höchstens, also ich behalte wohl irgendwann eine Pistole, so ist ja nicht. Also ich würde später gerne die, das Maschinengewehr haben wollen. Ich weiß nicht, warum es in den Spielen irgendwie nie Uzzis gibt. Ich bin so totaler. Ich bin total verliebt in Uzzis. Weißt du, was eine Uzzi ist? Stellt ihr euch einfach eine Pistole vor, die so ein bisschen klobiger ist, mit einem längeren Magazin nach unten und das Ding schießt. Ist doch eine einhändige Maschinenpistole quasi. Genau. Und das Gute ist, weil die ist ja so leicht, dann kann man sie mit zwei Händen tragen. Das heißt, sie hat dann eben ein Ratatatouille. Ich fand immer Uzi so geil. Und die gibt es in so seltenen Spielen. Ich habe das damals bei Tomb Raider 1 habe ich das damals noch gespielt. Da gab es die noch. Keiner sammelt hier Holz, ey. Da vorhin 9.909, achso, vom Boden. Kannst liegen lassen, Dex, wir haben genug Holz. Ich würde das mal gerne mal irgendwie in noch eine Kiste da reintun. Weil der farmt ja sowieso Holz. Da würde ich ihm dann eine Kiste davon hinstellen. Dann braucht er nicht so weit laufen. Aber wir haben keine Materialien hier. Zum Holzkisten machen. Alle arbeiten hier an dem kleinen Eisenspot, ey. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier einen richtig tollen Fuchs raus. Ja, aber denk mir da schnell ist. Ne, du musst mir dann noch bei mir weiterhelfen, ne? Ich helfe dir, Paul. Ich bin für dich da. Ich habe hier die Grundlage geschafft, nachdem du mir den damals einfach weggeklaut hast. Ja, finde du solltest nichts dem Dodo nichts sagen, sonst wird das dein allerliebstes Lieblingstier. Du hattest ja, keine stimmt. Möglichkeit mehr, ihn zu fangen, deswegen habe ich ihn für dich gefangen. Hast du ihn nicht angenommen? Weil sie das also selber fangen wollte. Hier, guck mal, Paul, da ist er. Ich sag einfach gar nicht, was für ein Tier ich haben möchte. Und ich sag auch nicht, welche. Akuma ist, glaube ich, die einzige, weiß, was ich für eine Waffe haben möchte. Ich sag auch nichts. Das ist alles dann nachher meine Lieblingswaffe. Nachher für die. Ruhig, wenn ihr danach allein, wenn ihr alleine spielen wollt. Nee. Ich möchte bestimmt die Panzerfaust haben. Ich nicht, gleich. Nein. Auch das Sturmgewehr? Nein. Ich würde jetzt die Sphäre. Ach, die Pumpgun, ist doch klar. Oh, ich würde die Sphäre von Petalia machen. Möchte jemand mitmachen? Ja, nein, vielleicht. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Petalia, Sphäre.
Petalia Sphäre? Kleine Pflanzen-Lady. Wo ist die? Über uns sozusagen. Ich sehe es. Da, wo du gerade bist. Ich komm vorbei. Habe ich überhaupt alles da? Ist was kaputt? Munition? Ich habe keine Sphären. Ich könnte sie nicht fangen. Du wolltest sie, glaube ich, fangen, ne? Hm? Ich habe aber was Sphären. Du wolltest sie fangen, aber, ne? Oder? Ja. Ja, okay. Ja. Geht jetzt einfach nur darum, ob ich auf jemanden warten muss oder nicht. Ich bin unterwegs. Ich komme mit. Ach, du bist ja da. Ich glaube, da war ich sogar eben. Nee, hier war ich nicht gewesen. Ich war in irgendeinem Spot gewesen. Da wollte ich unbedingt den Boss machen. Und der war leer. Da war ich um jemand vorher drin gewesen. Hallo. Bremse. Ich brauche eine Torte. Ich habe gerade ein paar aggressive Tiere um mich rum. Ja, auf den Stein zu hauen. Ich bin unterwegs. Oder dann lass die Puckis einfach mal da drin, die Füchse. Dann können sie einfach nochmal nageln. Ja, wir lassen die mal weitermachen. Kriegen keine Pause. Nix da. Außer es wird Nacht. Traudi, dankeschön. Wie geht's dir? Was hast du denn so Schönes gespielt? Jetzt werde ich angegriffen. Egal, komm rein. Ich bin schon vor dir drin. Bin schon am Kämpfen. Oh, die ist schön. Ich mag sie. So. Ich wollte gerade sagen, du wirfst schon eine Sphäre. Was hast du denn für eine Fangtechnik? Oh, reiß dich bitte mal an. Wir haben jetzt ein richtig heißes Jumboy. Ich glaube, ich packe meinen Affen nicht aus. Ich bin schon bald Level 33. Das dauert nicht mehr lange. Autsch. Oh oh. Das wird knapp. So gut hat die keinen Feuerschaden noch bekommen dazu. 89% und sie bricht aus. Ja, ne? Gefangen. 115 nur. Palworld. Hast du ein paar Sphären, die du mir irgendwie abdrücken kannst? Warte, ich hab hier gerade eine Ambition. Wolltest du den fangen? Ja, ich fange den. Ich fange auch alles. Wann fange ich mal was nicht? Ja, hinter dir weg. Da, hier. Warte, ich muss erstmal den Typen hier, bevor der mich wieder abballert. Ich nehme. Dankeschön. Ja. Okay. Die wollte ich jetzt nicht haben. Wir hätten so ein paar gelbe gereicht oder so. Okay, dankeschön. Gelbe habe ich gar nicht. Ich habe hier noch ein paar blaue, wenn du willst. Ja, damit. Dankeschön. Aber ja, perfekt. Mehr kann ich dir jetzt auch nicht geben. Nee, das reicht. Nicht. Ich danke dir. Gerne. Was gibt es noch für Bosse hier in der Nähe, die man machen kann? Hier vorne war die den habe ich noch nie gemacht. Also, was habe ich noch nie gefangen? Den habt ihr ja immer gefangen. Den mache ich mir jetzt. Kommst du mit? Nein. Was denn? Den Illyrian, den Drachen mit den Schmetterlingsflügeln. Ach, Illyrian. Ach, den habe ich auch nicht. Den habe ich auch noch nicht gemacht hier. Siehst du, dann machen wir den. Den haben wir neulich letztes Mal getötet, als wir den fangen wollten. Das erste Mal. Hm. Ich meine, die hätten wir aber eben beim ersten Safe haben wir den, glaube ich, doch gemacht. Dann hast du den bekommen? Nee, haben wir auch nicht. Oh, nicht? Nee. Okay. Beim ersten Safe habe ich den, da war ich gierig auf der Fiesel und auf Alpaka, glaube ich, hauptsächlich. Ja. Das wäre auch was. Mischung zwischen Wiesel und Alpaka. Also der Wiesel auf jeden Fall, aber scheinbar ist der Wiesel jetzt irgendwie aus der Mode raus, wa? Den finde ich immer noch schön, aber da ist halt so ein Eisfuchs, den ich halt noch schöner finde. Ja. Das ist ihr allerliebstes Lieblingstier. Mein allerlieblings-Lieblingstier. Weiß nicht. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch zwei Jahre. Ich gehe mal ein Foto von dem machen. Eins ist dieses komische Lava-Ding. Geil, okay, danke schön. Zwei ist dieser Fuchs hier. Ich muss mich kurz mit Gelklaus rumprügeln. Au, oh, Mann, scheiß Stein, ich konnte nicht mehr weiterrollen. Komm, hier Affe, machen wir. Ja. Sind auch noch ein paar Leute. Oh, das nächste ist nicht fertig. Ja, ich will gerade den braunen Cherry da kommen. Dankeschön. Lass mich wieder auf den Sack. Einer ist da noch. Kannst du schon mal rausnehmen und brüten? Das mache ich gleich. Aber es war meins.
Und BÄM! Geil. Hier nicht klauen, Mann. Doch, das ist dein allerliebstes Lieblingstier immer. Zwei Lieblingstier. Mein allerliebstes Lieblingstier. Zwei Tier. Zwei Lieblingstier. Das war jetzt ganz knapp, sorry. Ist gut, hast du gut gemacht. So, jetzt kannst du aber. Albtraumball gelernt. Ich versuch mal mit dem hier. Einfach nur so ganz frech. Ja. Ganz frech. Mit dem Grünen. Ubi, Hitzkopf. Ich hatte die Roten halt noch ausgerüstet, deswegen. War gut, gut gewesen. Ich wollte gerade mal. Das ist immer das. Ich habe meinen Affen eingepackt und automatisch schmeißt er manchmal den anderen rein. Raus. Wie war das nochmal? Wenn du zu schnell wechselst und dann zu schnell E drückst. So, beziehungsweise, wenn du hier dein Tier rausrufst, ja, und dann wieder reinrufst, aber gleichzeitig wechselst, wirfst du automatisch das nächste raus. Ah, okay. Sollen wir das Dungeon machen? Das ist ein Dungeon, ja klar. Achso, ich wollte gerade sagen, es war noch ein Dungeon da. Dungeon. Wird auch das letzte Dungeon dann werden. Ich glaube, dann werde ich auch Schluss machen. Mach Schluss mit uns. Titz mit Zallöchen, guten Abend. Schöner Name. Ich glaube, ich war hier schon drin. Akuma, ich wollte schon Pau wieder sagen, aber Pau kriegt immer Ärger von mir. Ja, ich mach doch sogar gar nichts, Mann. Ich reite mal durch und guck mal. Du kriegst Ärger, wenn du schon nichts machst, das geht nicht. Du musst es einfach richtig machen, Mann, Pau. Ich will einfach in Zukunft wieder alleine, dann krieg ich gar keinen Ärger. Ist wie auf der Arbeit, da krieg ich auch immer für alles Ärger, obwohl ich nichts dafür kann. Nee, ehrlich? Wirklich? Natürlich, die Mitarbeiter kriegen immer zuerst Anschiss. Von den Kunden. Ich habe nie Ärger bekommen. Vom Chef damals, als ich in Deutschland noch gearbeitet habe. Nicht von meinen, Kollegen. Nix. Wir waren immer alle gut drauf. Mit mir gibt's. Meine Kollegen sind auch super drauf. Nee, hier war ich doch noch nicht drin. Das ist zu, ich krieg das auch zum Glück nie verbal mit. Ich krieg dann meistens immer nur so ein Hände vors Gesicht, Palme wedeln. Luke Moon ist gerade als Boss Dex. Oh, der weibliche Puki, der will nicht mehr. Wer ist das nochmal? Der läuft die ganze Zeit weg. Dieses komische, Fledermaus, Kopf-Nachtviech. Also nicht der Fellbart, der Leben regeneriert, sondern irgend so ein anderes Viech, aber ist nicht so wichtig. Arbeitsmodus. Ja, der macht keinen Bock mehr, Paul, der hat genug. Raus und wieder reinlegen. Er streikt. Haben die manchmal. Okay, ich nehme ihn kurz raus, Frau. Ja. Well, das war der richtige Weg. Ich muss gerade mal gucken. Immer da, wo die steilen sollen, sind Decks. Du bist einfach durchgeritten, ja? Hast du das Ei schon reingelegt? Ja. Nö, möchte er nicht. Die hat aber keinen Bock mehr. Warum reitest du eigentlich keinen Wolf? Sind Hallo? Raus? Warum reitest du unter dem Wolf? Warum ist der Wolf dein Kopf? Guck mal, ein Fellbatz hier. Den will ich mir noch fangen. Kriegt man so selten. Ja. Hast du das Ei schon noch rausgelegt jetzt eigentlich, oder? Ja. Wo denn? Nee, er möchte nicht. Nee. Großes Muss. Sache, also dreimal am Tag reicht ihm irgendwie. Nein, Quatsch. Verstehe ich nicht. Ich hab mit mehreren schon mehrmals am Tag gemacht. Hallo. Oh, der Fuchs, der will nicht mehr. Ich hätte die Nase voll davon. Also. Ja. Häuschen voll, sagst du. Die Hose voll. Die Hose voll. Mosander ist ja. Oh, ich hab meinen Wolf gekillt. Ja, ist so verbuggt. Guck mal, Leute. Guck mal, wie verbuggt das bei mir ist. Guck mal, im Stream. Kennst du doch wie ein Mila, oder nicht? Bei mir fliegt der hier hinten rum. Guck mal, was im Stream guckt. Ich bin jetzt gleich tot. Ja. Ich hab die 15% immer noch von seinem, irgendwie stimmt was bei dem nicht. Oh. Oder wie war das? Jetzt ist ja auch da drin geblieben, na toll. Aber ich hatte doch zwei Eier. Forstmeister. Oh, ich hatte zwei Feuereier. Okay, aber das habe ich eben reingelegt von mir, das was ich geholt hatte. Ach nee, das düstere Ei war meins. Ach, ich bin dumm, Entschuldigung. Ja. Das ist schon wieder echt Claudia was. Du hast wieder Angst bekommen, ne? Ja. Nein, alles gut. Boah, die Viecher. Ist egal, komm. Scheiß drauf. Einfach Dungeon, fertig, Ende.
kriegt Dodo schon Herzkasper. Ja, ey. Oh, leck das gerade hier mit. Ich hab diesen Bug hier. Pass auf dich auf. Umwütet. Huch. Ich muss unbedingt was fangen. Mal ganz kurz werfen. Weil ich muss das Bild wegbekommen. Hör auf damit. Machst du mal alles kaputt? Ich will auch wirklich nur auf mir rum hampeln, ne? Nein! Oh, du wünschst mir mal Glück. Mein Gott. Ich wünsch dir Glück. Oh. Nee, ich muss irgendwas fangen. Guck mal, du siehst nicht im Stream, was jetzt bei mir aussieht. Ich muss irgendwas tun. Ja. Das ist richtig geiles raus. Danke, dass du mir die goldene Kiste gelassen hast. Ich hab einen Pistolenbauplan gekriegt. Eins. Ah, es ist ätzend jetzt hier gerade. So. Ja, es geht's weg. Was? Beschissen. Nee, geht nicht weg. Hä? Ja. Ja. Oh. Schade. Aber warte, der andere ist ja auch nicht schlecht. Der hat nur Faulpelz und nur zwei Minuten, den eigentlich zum Arbeiten nehmen. Ist er gestorben? Eigentlich hätte er leben müssen. Ich hatte den eigentlich nur kurz angeschossen. Okay. Ich mach Schluss. No. Ich muss sowieso raus, weil verbuggt. Ich habe 15%. Unsere Eier. Oh ja, die sind doch beim nächsten Mal auch noch da. Aber dann bin ich nicht da, wenn nächstes Mal ist. Was? Ja. Wieso? Sei denn nächstes Mal ist morgen. Aber dann, morgen, ne? Nee, dann bin ich auch nicht da. Nee, morgen doch, nicht. Bin ich doch da. Morgen nicht. Morgen ist Donnerstag. Morgen ist Medieval Dynasty. Yes! Ja. Gechilltes Spielen. Oh. Willst du aber sagen, dass es ungechillt ist? Ich wollte gerade sagen, mit uns so stressig, ja. Ihr wisst gar nicht. Hallo? Ihr wisst gar nicht, wie gechillt das ist. Ihr habt null Ahnung. Habt gar nicht reingeguckt in das Let's Play. Das ist so geil, ey. Das ist so gechillt. Wir chillen uns da einen ab. Das ist so gemütlich, weil das ist einfach da. Zwischendurch fassen wir uns doch mal an. Ihr habt so viele Eiers. Aber ihr kennt das doch. Wir brauchen doch gar nicht darüber reden. Jetzt noch Eier und dann kommen dann nachher nochmal 6 Eier und dann kommen noch mal 12 da hinten. Dann kommt noch ein Boss und wir müssen noch 15 Minuten warten, bis der eine noch. Ja. Dann. Nee. Nein. Da. Ich bin bald fertig mit Eier. Nee. Nur noch 28. Hier rein. Oh ja, dass du nicht voll bin mit dem Scheiß hier. Also, ich habe übrigens jetzt eine grüne Pistole gekriegt. Cool. Die ist nur für 100 Metallbarren und macht doppelt so viel Schaden wie eine normale Pistole. Das kann ich euch sagen. Die habe ich nämlich bei mir auch. Ja. Ich habe übrigens einen Mamorest-Sattel mal so nebenbei. Oh, cool. Kann die Viecher jetzt reiten. Für jedes Tier. So. Jetzt noch okay. Kurz zum Verkäufer und dann. So. Ich sag euch schon mal Tschüssi.